Willkommen zum letzten Video dieser Reihe und das muss natürlich der Oberkracher sein, wenn es um Inspiration geht. Und wo könnte man mehr Inspiration finden als im Austausch mit anderen Hobbyisten und wo könnte das wiederum besser passieren als auf den zahlreichen Conventions, die wir hier haben und besuchen können. Und deshalb möchte ich hier jetzt einige vorstellen, die ich vorhabe zu besuchen, die ich selbst auch kenne und weiterempfehlen kann. Und den Anfang macht, wie immer eigentlich jedes Jahr, die Szenario in der Nähe von Bad Kreuznach. Eine meiner Lieblingsconventions, sehr familiär und eine sehr tolle Atmosphäre. Im Bornheimer Hof findet das Ganze statt. Link zu allen Conventions findet ihr dann unten in der Beschreibung. Und ich werde auf jeden Fall auf der Szenario sein. Von 5. bis 7.1. geht das Ganze. Ist, wie gesagt, eine sehr schöne Atmosphäre. Es gibt Spieltische, es gibt Workshops für Malen, Geländebau etc. Sehr, sehr schöne Spieltische übrigens, tolle Ideen dabei. Ich persönlich werde die Drakenwaldplatte dort präsentieren, Freitag und Samstags. Und ansonsten habt ihr dort eine schöne Rundumverpflegung. Da ist direkt im Bornheimer Hof ist auch ein Restaurant, wo man zum Mittag essen kann. Und ja, man kann sich gemütlich gut gehen lassen, gemütlich ein paar Spiele spielen. Ist nicht zu groß, nicht zu überlaufen. Gibt auch immer ein bisschen was zu kaufen, aber der Fokus ist klar auf dem Spielen und auf der guten Zeit, die man da verbringen kann. Von daher, wenn ihr die Szenarien nicht kennt, wirklich eine super Convention, geht dahin. Am 24. und 25. Februar haben wir dann gleich das nächste große Event. Das muss ich, glaube ich, den wenigsten noch vorstellen, die Taktika in Hamburg. Das ist mittlerweile auch seit Jahren Pflichtprogramm und ich werde dieses Jahr auch wieder da sein und Zen-Saga präsentieren. Und was es sonst noch gibt, das schaut ihr am besten auf der Webseite. Es gibt jede Menge und jede Menge zu shoppen, jede Menge zu sehen, jede Menge zu spielen, wie jedes Jahr auf der Taktika und einfach die großartigste Veranstaltung, die es in Deutschland gibt. Und ja, wer noch nicht da war, selbst schuld, ehrlich, geht dahin. Weiter geht es dann am 28. und 29. April mit dem Tabletop Club Rhein-Main. Die machen ihr Tabletop Multiversum Convention. Dort gibt es ein paar Turniere, und zwar ein Bold Action Turnier, ein Battlefleet Gothic Turnier, was ich jetzt ziemlich cool finde, und ein Warhammer CE Turnier. Und darüber hinaus noch ein X-Wing-Turnier und ein Infinity-Turnier, aber auch diverse Präsentationen und Participation-Games, an denen man teilnehmen kann. Und vielleicht ist ja auch noch Platz, falls ihr selbst dort was präsentieren wollt. Ich war bisher leider noch nicht da, aber ich hoffe, dass ich es dieses Jahr endlich mal schaffe. Das ist der Plan und ja, vielleicht präsentiere ich dann auch was. Mal sehen. Am gleichen Wochenende gibt es was für die Nordlichter, und zwar am 28.04. die Do or Dies in Rendsburg in der Nähe von Kiel. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr coole kleine Convention. Ich habe sie bisher leider nur einmal besuchen können, da es für mich natürlich auch sehr, sehr weit ist. Aber für jeden, der da irgendwie oben wohnt, für den lohnt sich das. Geht da gerne hin. Das ist eine tolle, gemütliche Convention. Es gibt ein tolles Kuchenbuffet. Und es gibt immer richtig schöne Spiele zum Testen, Ausprobieren. Richtig schöne Präsentationen. Tolle Convention. Weiter geht es dann für mich wohl am 12. Mai in Meckenheim in der schönen Pfalz. Da gibt es die Art Arma Convention. Und da plane ich auch wieder was zu präsentieren in diesem Jahr. Und das ist, ich denke, das wird gut. Da gibt es auch Bring and Buy. Es gibt verschiedene Händler und in der Regel viele, viele Präsentationen, gutes Essen und Trinken. Von daher, da lohnt sich der Besuch, glaube ich, wirklich. Dieses Jahr dann zum zweiten Mal findet die Konflikt statt im Rheinland in Langenfeld vom 2. bis 3. Juni.
Letztes Jahr habe ich es leider terminlich nicht geschafft, hinzukommen. Dieses Jahr möchte ich sehr, sehr gerne hin und möchte auch etwas präsentieren. Auch hier habe ich noch keinen genauen Plan, was das sein wird. Ich könnte mir vorstellen, den Drakenwald vielleicht dahin nochmal mitzubringen. Aber ich weiß es noch nicht genau. Ich plane auf jeden Fall hinzugehen. Es scheint letztes Jahr sehr schön gewesen zu sein. Und ja, schöne kleine Convention, nette Leute, tolle Präsentationen. Ja, ich freue mich drauf. Sonst gibt es bestimmt noch so ein paar Sachen, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht feststehen für 2018, die ich vielleicht dann spontan besuchen werde. Was ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe, ist natürlich das Saga Grand Melee 2018. Das findet in einem Römerkastell statt oder in Pohl bei Frankfurt. Und das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Wenn es für mich terminlich irgendwie passt, dann will ich da auf jeden Fall dabei sein. Und ja, wenn es klappt, dann sehen wir uns dort. Und alles andere wird sich zeigen. Ich wünsche euch einen guten Start in 2018. Jetzt erstmal schöne Weihnachten auch und macht's mal gut.